seine Mannschaft. Er wäre vielleicht gar nicht in der Mannschaft, wenn Petek dabei wäre. Wäre ja nicht dabei, ja. Man kann es nicht beurteilen, wie das Training gelaufen ist. Ja, die sind jetzt vor allem für uns Österreicher interessant auch. Es war Gerko, der Erste, der... Oh! Deutlich über 100. Ja. Auch ja, besser als im ersten Durchgang. Der Junge hat eine starke Entwicklung gemacht in den letzten Wochen. Ist da noch zu gerade, der hat noch viele Möglichkeiten. Der war mal so vor 7, 8 Jahren sehr stark. Ja, der war Juniorenweltmeister, richtig. Und dann so ab seinem 20., 21. Lebensjahr ist er so aus der internationalen Spitze verschwunden. Mhm. Aber jetzt scheint er sich wieder langsam hinzuhandeln, obwohl er nicht gerade den Idealtyp ist.